Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank für 10.000 Abonnenten hier auf meinem E-Bike-Kanal. Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich hatte mir extremst viele Gedanken zu diesem Special-Video hier gemacht. Ich sitze seit Wochen im Prinzip schon da dran. Und ja, ich wollte kein 0815-Special machen, wo ich irgendwas verlose oder irgendwas verschenke. Nur möglichst viel Engagement und Interaktion, wie das hier alles in dieser Zahlenwelt so heißt, zu bekommen. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn man was zu verlosen hat, aber ich habe jetzt nichts zu verlosen. Und ja, ich wollte euch auf jeden Fall wissen lassen, dass ich weiß, dass hinter diesen Abonnenten, dass hinter den Kommentaren, die ihr mir schreibt, dass ihr da seid, dass ihr Menschen seid und nicht irgendwelche Roboter. Denn heutzutage wird ja alles immer in Zahlen, Daten und irgendwelchen Analysewerten gemessen. Und da ist es mir wirklich ganz wichtig zu betonen, dass ich mich riesig darüber freue, mich mit euch hier übers Internet auszutauschen, über das Thema E-Bike. Es ist total verrückt, was heutzutage alles möglich ist. Mir bleibt nicht viel außer euch, ja, von ganzem Herzen einfach Danke zu sagen. Ich hätte damals gar nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ich mache YouTube ja jetzt ungefähr schon seit über 5 Jahren. Habe damals angefangen mit Calisthenics, ein bisschen Kältetraining, Meditation, Naturvideos und so weiter. Leute, ich will mich hier nicht in einer zu langen Rede verlieren. Von daher habe ich mir für dieses Video gedacht, dass ich einen Rückblick mache mit den ganzen Themen und Videos, die ich bis hierhin gemacht habe. Quasi meine Reise, mein Weg von 0 zu 10.000 Abonnenten. Ich habe an diesem Video hier im Prinzip, wenn das jetzt fertig ist, wenn ihr dieses Video seht, wisst ihr, ich habe an diesem Video wirklich monatelang gearbeitet und dran gesessen. Ich habe mir das schon ganz früh Gedanken zugemacht, weil es für mich einfach ein total besonderer Moment irgendwie ist. Kann den aber jetzt gerade, wo er dann auch irgendwie so eingetreten ist, gar nicht wirklich fassen. Und von daher, bevor ich jetzt zu lange aushole, ihr wisst, ich kann das ziemlich gut. Jetzt gibt es einen Rückblick meiner Reise auf YouTube. Ihr seht eine wachsende Abonnentenzahl. Das ist dann auch tatsächlich die Zahl, die zu dem Zeitpunkt des Videos, was ich damals thematisch gemacht hatte, erreicht war. Ich habe immer eine Liste geführt, habe mir das eingetragen, einfach um, ja, um auch ein bisschen was den Erfolg festzuhalten und als kleine Motivation, um zu wissen, zu welchem Zeitpunkt ich, ja, an welchem Punkt war, welchen Meilenstein ich dann erreicht hatte. Und genau, deshalb geht es jetzt los mit dem Rückblick. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und am Ende des Videos habe ich dann noch eine weitere Nachricht für euch zu verkünden. Am 15. Januar 2015 habe ich auf diesem Kanal damals noch mit meinem Kumpel zusammen das erste Video hochgeladen. Unser Kanal hieß damals noch Just Living Calisthenics. Wir haben uns mit dem Thema Kraftsport beschäftigt, mit dem Training, mit dem eigenen Körpergewicht. Irgendwann kamen dann noch Themen hinzu wie die Ernährung. Und wir haben spezielle Übungen aus dem Calisthenics gemacht, wie den Handstand, die Human Flag und weitere spannende Übungen. Hinzu kam, dass wir dann einen World Pull-Up Day gemacht hatten, ein gemeinsames Training mitten in Köln. War eine richtig coole Aktion. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass zu einem gesunden Leben fernab des Kraftsports eben auch noch die geistige Entwicklung wichtig ist. Und damit habe ich mich dann mit dem Thema Meditation beschäftigt. Hinzu kam dann sogar noch das Thema Kältetraining, einfach Kälte als Abhärtung. Das war auch eine ganz, ganz spannende Zeit. Bis ich dann ganz zufällig, ehrlich gesagt, am 16. Februar 2018 eine neue Videoreihe gestartet hatte, die sich dann nannte Tschüss Auto, Hallo Highbike. Ich hatte im Endeffekt die Nase voll davon, von den Reparaturen meines Autos, habe das verkauft und bin auf ein E-Bike umgestiegen. Das habe ich dann in einer Videoreihe dokumentiert. Damals war es noch ganz komisch, wie ich so gesprochen hatte. Ich werde mal kurz eine Aufnahme einblenden. Und für mich zählt immer nur, probieren geht über studieren. Und von daher das Video jetzt als kleine Einführung. Ihr merkt schon, ich habe damals noch etwas trostloser gesprochen, aber so ist das eben, man entwickelt sich weiter. Der nächste große Punkt für mich war dann das erste virale Video. Das war ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, wirklich mal zu sehen, was passiert, wenn der Algorithmus von YouTube ein Video packt und es wirklich nach vorne katapultiert. Ich hatte damals immer nur ein paar hundert Aufrufe und plötzlich ging es auf die 40.000 Aufrufe hinzu mit diesem zweiten Teil der Videoreihe Tschüss Auto, Hallo Highbike. War ein richtig cooles Gefühl. Ich habe dann aber einfach weitergemacht, habe dann E-Bike-Videos weiter hochgeladen, habe zum Beispiel Anpassungen, optische Anpassungen an meinem Cross-Highbike damals vorgenommen, habe mich einfach mal so ein bisschen was ausprobiert, kam dann schon nach knapp 2000 Kilometern auf die Überlegung, dass es doch vielleicht besser gewesen wäre, hätte ich mir ein vollgefedertes Mountainbike geholt. Also ich hatte mit einem Cross-E-Bike gestartet und dann irgendwann kam so der Gedanke, dass doch ein Fully für mich besser geeignet wäre.
Genau, das war der Teil. Ich hatte auch währenddessen noch eine Webseite parallel am Laufen und sogar eine Facebook-Seite. Ich habe dann auch beides auf Eis gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, dass das erstens keinen interessiert und zweitens viel zu viel Arbeit und Energie dafür flöten gegangen ist, sodass ich diese beiden Themen auch auf Eis gelegt hatte. Damals zu dem Zeitpunkt habe ich noch häufiger Videos gemacht, indem ich etwas gefilmt hatte und dann im Nachhinein ein Voice-Over aufgenommen habe, genauso wie ich das jetzt hier gerade mache bei diesem Rückblick. Ich habe mich noch nicht so ganz getraut, live in die Kamera zu sprechen, das war mir irgendwie unangenehm. Und ja, so kam dann irgendwann aber dann doch die Überlegung, das Ganze live zu machen, einfach weil das ein bisschen was spannender und lebendiger wirkt. Genau, dann hatte ich mich irgendwann dazu entschlossen, den Fokus etwas mehr einzuschränken, weil dann die Themen Kraftsport, Ernährung, Meditation, Kältetraining und auch noch E-Bike einfach viel zu weit gestreut waren. Ich habe gemerkt, es ist einfach zu viel und dementsprechend habe ich dann ein letztes Kraftsportvideo hochgeladen, bei dem ich nochmal ein paar Kniebeugen gemacht habe. Und dann wurde das Thema E-Bike für mich richtig spannend. Ich habe volle Energie darauf fokussiert und ich habe dann nach 2.500 Kilometern bin ich von dem Cross-Bike, von dem Cross-E-Bike auf das vollgefederte Mountainbike umgestiegen. Das war im November 2018. Ich habe dann begonnen, die Kosten und Reparaturen, die ich vornehmen musste, zusammenzufassen in einer Dauertest-Videoreihe. Ich habe verschiedene E-Bike-Touren gestartet, habe so meine ersten Erfahrungen gemacht, habe die ersten Tutorials hochgeladen zum Thema Schutzbleche und ob ein E-Bike denn überhaupt wasserdicht ist. Ich habe versucht, ein paar Fragen von Zuschauern zu beantworten. Das hat mich damals total motiviert, jegliche Fragen irgendwie zu beantworten. Da habe ich richtig für gebrannt. Ich bin dann in einem Schnee unterwegs gewesen, habe mal geguckt, wie es ist, wenn man wirklich den ganzen Winter über auch fahren muss, denn ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt auch kein Auto mehr. Ich bin auf die erste Critical Mass gefahren, eine kleine Veranstaltung, ein Treffen, ein Zusammenkommen von vielen Fahrradfahrern, die sich dann stark machen für den Radverkehr. War auch ein total spannendes Erlebnis. Ich bin dann irgendwann zum Festival nach Dortmund gekommen, da habe ich dann auch den lieben Sascha kennengelernt, Grüße an der Stelle. Dann sind wir das erste Mal über dieses Festival gerannt und haben da ganz stolz mal die Hersteller gefragt, was sie denn alles so für Produkte da haben und haben so ein kleines Video einfach dazu gemacht. Dann habe ich ein Video gemacht, die 5 größten Nachteile eines E-Bikes, relativ schwach vorbereitet. Ich war einfach ein bisschen was zu ungeduldig, wie ich es auch heute leider immer noch bin. Und dieses Video ist auf sehr, sehr viel Gegenwind das erste Mal gestoßen. Das war das erste Video, wo ich dann mehr Dislikes als Likes hatte und das war für mich ganz komisch und ungewohnt. Plötzlich kamen ganz viele Hate-Kommentare und einen, den werde ich nie vergessen. Ich kann ihn jetzt direkt frei sagen und zwar, wenn ich dich noch einmal sehe, wie du mit dem E-Bike über eine rote Ampel fährst. Ich bin in irgendeinem Video mal über eine rote Ampel gefahren, habe das nicht gemerkt, war mir nicht wichtig, keine Ahnung. Da werde ich dich mit einer Rohrzange von dem Sattel deines Drecks-E-Bikes hauen, dass du den nächsten E-Bike-Vlog aus der Behindertenwerkstatt aufnehmen kannst. Dieser Satz, der hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, das fand ich damals absolut schlimm. Seither sind natürlich immer mal wieder Hate-Kommentare reingeflogen. Aber ich muss sagen, dass ich mit meinem E-Bike-Kanal davon grundsätzlich noch verschont geblieben bin. Wobei immer wieder das Argument kommt, warum ich denn so jung bin und ein E-Bike fahre, das wäre lächerlich und so weiter. Das wurde mir dann aber irgendwann auch egal. Wobei ich muss sagen, manche sind so fies und ekelhaft einfach, dass einem das dann doch irgendwie auch ein bisschen nahe geht. Aber ich würde sagen, nach den ganzen Jahren, die ich jetzt hier YouTube mache, habe ich schon ziemlich gut gelernt, damit umzugehen. Dann kam das nächste virale Video nach 4.600 Kilometern, ein Fazit zu meinem Leben ohne eigenes Auto, also nur noch mit dem E-Bike. Das war dann das zweite virale Video, das war wieder eine Sprengung in den Analytics, das war total komisch, wieder hat aber richtig Freude gemacht. Und genau, ich bin auch weiter Touren gefahren, hatte platte Reifen unterwegs, die ersten platten Reifen, weil ich kein Flickzeug mit hatte. Dieses verdammte Thema kommt auf mich heute auch immer noch mal zu. Hatte neulich wieder einen platten Reifen, weil ich einfach kein Flickzeug mitgenommen hatte und dann stand ich irgendwo in der Prärie. Richtig ärgerlich. Ich habe dann irgendwann begonnen, die Thumbnails ein bisschen zu bearbeiten und mir dafür mehr Mühe zu geben, weil das Ganze dann einfach ein bisschen was einladender aussieht. Und dann kam der nächste Fail in meiner Laufbahn. Ich habe eine neue Videoreihe gestartet und zwar die E-Bike News. Ich habe mich in die Garage gesetzt, habe irgendwelche Sachen zum Thema E-Bike gegoogelt, wollte die in spannenden News zusammenfassen. Dabei habe ich eigentlich nur von anderen Plattformen, E-Bike-Kanälen oder Webseiten Informationen zusammengetragen, habe die bei mir quasi dann veröffentlicht und das war absoluter Fehltritt und überhaupt nicht das, was ich dann irgendwie machen wollte. Ich hatte dann tatsächlich diese 3 Videos, die ich da gemacht hatte, auch runtergenommen. Ansonsten sind alle Videos von Anfang an bis heute auf meinem Kanal online. Außer die ganzen Sportvideos, die habe ich dann irgendwann auch mal auf Eis gelegt oder privat gestellt, weil die einfach nicht mehr
Thema bei mir sind. Ja, ich habe dann irgendwann auch mal versucht, meine Anfängerfehler zu zeigen. Ich habe dann mal versucht, die Kette auszutauschen und so ein paar Reparaturen zu machen. Ich habe versucht zu zeigen, wie es ist, wenn man keine Ahnung hat und es einfach mal ausprobiert, ohne zu viel nachzudenken. Es war auch eine spannende Zeit. Dann für mich der absolute Höhepunkt. Ich wurde von Robin TV eingeladen. Die haben Videos oder machen immer noch aktuell Videos zum Thema Elektromobilität. Vielen Dank dafür auch nochmal damals und liebe Grüße nach Berlin. Das war eine spannende Zeit, da habe ich die ersten Euros genommen, bin mit der Bahn nach Berlin gefahren und durfte da mal in der Live-Sendung teilnehmen. Da war ich sowas von aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. War auf jeden Fall eine wirklich coole Erfahrung. Ich habe dann ein Video gemacht, wie ich mit dem Hochdruckreiniger mein Bike sauber mache. Das mache ich auch heute nach wie vor, ich stehe da immer noch hinter. Da gab es dann auch einiges an Hate. Ich hatte dann die Akkukosten mal zusammengerechnet, habe dazu ein Video gemacht und habe das mal auseinanderklamüsert, was denn wie viel kostet. Dann hatte ich schon wieder ein Video gemacht, was bis heute, glaube ich, mein erfolgreichstes Video ist, und zwar die Top 5 Nachteile zum Thema E-Bike. Ein Video, was im Endeffekt jetzt im Nachhinein, würde ich es auch wieder ganz anders machen, ist es dann doch etwas zu sehr in die Länge gezogen. Aber das war damals so, das ist total durch die Decke gegangen, war dann wieder so ein virales Video und ist bis heute halt das erfolgreichste. Genau, ich habe dann einen Trailer für 2020 überarbeitet, da habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe verschiedene Reichweitentests gemacht. Ich wollte gucken, wie weit kann man mit dem E-Bike fahren. Ich habe die Bikes von Freunden getestet, hatte dazu Videos gemacht und habe dann irgendwann ein Fazit aufgenommen, 2 Jahre lang ohne Auto. Da habe ich nochmal zusammengefasst, wie das dann halt so gelaufen ist, die 2 Jahre über. Und Leute, jetzt hier mit den 10.000 Abonnenten bin ich schon bald bei den 3 Jahren ohne Auto und es ist unglaublich. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein Video dazu machen. Aber ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Videoreihe Tschüss Auto, Hallo Highbike dann irgendwann sich erübrigt hat, denn es gab dann einfach nicht mehr so viel dazu zu sagen. Man hat halt entsprechend Vorteile und man hat Nachteile, wenn man halt nur noch mit dem E-Bike unterwegs ist, und demzufolge habe ich dann diese Videoreihe auch so ein bisschen was auf Eis gelegt. Ich war mal bei einer Messe in Essen, das war auch ganz spannend, obwohl das ist, glaube ich, das erfolgreichste Video, Entschuldigung. Das war auch ein cooler Tag, da bin ich auf die Messe gelaufen, habe da aber ein viel zu hektisches Video gemacht, bin zu jedem Stand hingerannt und also wenn ich nochmal auf einer Messe bin, dann mache ich das Ganze ein bisschen was ruhiger und fokussierter. Ich hatte mich mit dem Thema Tubeless beschäftigt, ob es denn besser ist, wenn man ohne Schlauch unterwegs ist. Da gab es auch viel Gegenwind, weil manche nicht verstanden haben, wie ich das Video gemeint hatte. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt, kann auch an mir gelegen haben, keine Ahnung. Und dann bin ich dazu übergegangen, lange Touren aufzunehmen. Da bin ich nach Koblenz gefahren, das war meine längste E-Bike-Tour seither. 207 Kilometer bin ich da gefahren, auch eine total spannende Erfahrung für mich. Ich durfte von einem Kollegen ein S-Pedelec testen, ganz klasse Sache, dem lieben Nico, vielen Dank dafür. Und dann habe ich mal meinen ersten Eindruck festgehalten zum Thema S-Pedelec. Dieses Video war auch sehr erfolgreich, es hat auch sehr viele Leute interessiert. Und dann für mich persönlich wieder ein Highlight, ich hatte die erste Kooperation mit einer Firma, mit Neverrain, die einen Regen-Overall herstellen, richtig cooles Produkt. Das war so dann das erste Mal, dass ich wirklich auch für etwas Geld bekommen hatte, fernab der YouTube-Werbeeinnahmen, für die sich alle immer so interessieren. Aber ich sage euch Leute, das ist ein Bruchteil von dem, was man eigentlich investiert für so einen Kanal. Das ist schön, dass man überhaupt etwas zurückbekommt, da bin ich sehr dankbar für, deshalb auch vielen Dank dafür, dass ihr die Videos schaut, auch mit der Werbung. Aber das ist niemals etwas, wovon man auch nur ansatzweise irgendwie leben konnte. Und von daher war so diese Kooperation wirklich mal so ein erstes Gehalt, ein erster Auftrag einfach. Das war ein total cooles Gefühl. Und so ging es dann weiter. Ich hatte dann die erste Nacht draußen geschlafen. Ich glaube, das war mit der Hängemattenübernachtung. Ich bin morgens losgefahren und hatte mir den Sonnenaufgang angeschaut. Alles immer mit dem E-Bike gemacht. Dann habe ich ein Experiment aufgenommen, wie ist das, wenn man täglich 30 Kilometer mit dem E-Bike pendeln muss. Da wollte ich mal an die Leute denken, die einen etwas weiteren Weg hatten, und habe dann dazu ein Experiment gemacht. Das hat auch viele Leute interessiert, war auch eine spannende Erfahrung. Ich hatte gewisse Produkte getestet, wie den GoPro Media Mod, bin dann in die zweite Kooperation gegangen mit Clever Mobility. Da konnte ich das neueste Bike von den testen, das Xpinion Speed. Richtig cool, da wird es hier auf meinem Kanal auch noch einiges zu geben. Ich war da mit dem E-Bike im Urlaub, habe geguckt, wie das so ist, wenn man sein E-Bike mit in den Urlaub nimmt, was sind die Vor- und Nachteile. Ich hatte einen Fahrradträger, einen Heckgepäckträger mal getestet, da gab es auch einiges an Gegenwind, weil ich den nicht fachgerecht, ja, oder nicht perfekt befestigt hatte. War mir aber einfach wichtig, diese Anfängererfahrung hier auch mit euch zu teilen. Ich habe eine Tour am Königssee gemacht, einfach an unserem Urlaubsort. Damals, das war quasi jetzt vor ein paar Monaten, dann habe ich mein erstes Zelt mal gekauft für E-Bike-Touren.
wollte ich ausprobieren und habe das mal vorgestellt. Habe dann verglichen, wie das Ganze ist, wenn man ein Trekking-E-Bike hat oder ein Mountainbike, also wo da die Unterschiede liegen. Da wollte ich euch helfen, einen klaren Blick dazu zu gewinnen. Denn es ist nicht immer ganz einfach, sich im Laden beraten zu lassen. Dann bekommt man oft eine dahergeschluderte Meinung. Von daher fand ich dieses Video auch sehr wichtig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da meine Meinung zusammenzufassen. Dann bin ich dazu übergegangen, habe Tipps zusammengefasst, die man einfach machen kann, um dem Diebstahl eines E-Bikes vorzubeugen. Dann habe ich eine Tour gemacht durch Köln, wo ich ein paar Highlights festhalten wollte. Da bin ich durch ganz Köln gerast und habe im Endeffekt viel zu hektisch irgendwelche Highlights da zusammengefasst. Das war auch ein Video, was ich so auch nicht mehr machen würde. Ihr merkt, Leute, man lernt so viel dazu, was man so jetzt nicht mehr machen würde. Aber ich war immer ein Freund davon, die Dinge zu machen, anstatt drüber nachzudenken. Und so ist das eben, dass man sich weiterentwickelt. Meine Tour zum Drachenfels, die hat mir noch sehr viel Freude gemacht. Und zum Bleibtreusee, das waren zwei wirklich tolle Touren. Und ich durfte von dem lieben Yannick, ein Kollege auch von mir, Grüße an der Stelle, das Specialized Kinovo Comp testen aus dem Jahr 2020. Das war auch cool, das mal auszuprobieren. Ja, ich weiß im Nachhinein, ich hätte mir dafür noch mehr Zeit nehmen sollen. Aber so war das eben. Dann kam meine nächste lange Tour nach Aachen. Da bin ich dann 183 Kilometer gefahren über die App Komoot. Seitdem könnt ihr mir da auch folgen, wenn ihr darauf Lust habt. Und dann wollte ich zu guter Letzt mein Zelt testen. Das wollte ich alleine mal ausprobieren. Das war eine besondere Erfahrung. Da hat es einfach stark geregnet. Ich musste die Aktion abbrechen. Habe dann ein Fazitvideo aufgenommen zum Thema Ortlieb, wo ich meine Taschen mal zusammengefasst habe, was sind so die Vor- und Nachteile. Und ja, Leute, dann kam auch meine erste Nacht im Zelt. Genau, da habe ich das Zelt ausprobiert. Da ging mein Kanal in den letzten Wochen so ein bisschen was mehr in Richtung Camping- und Outdoor-Kanal. Und dann kam noch ein letztes Video, wo ich dann einen Dauertest noch gemacht hatte. 3000 Kilometer Fazit mit meinem Trekking-E-Bike. Das war jetzt in einer sehr, sehr kurzen Version zusammengefasst mein Weg hier auf YouTube von 0 bis 10.000 Abonnenten. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieser Rückblick gefallen. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe dafür gegeben, habe einige Monate daran geschnitten. Und ja, jetzt stehe ich hier an dieser coolen Kulisse am Meer mit 10.000 Abonnenten und muss und möchte verkünden, dass ich mit YouTube für die nächste Zeit erstmal aufhören werde. Ich werde ganz bewusst, ganz gezielt eine Pause einlegen, mich sammeln, mich nochmal das Ganze reflektieren und vor allem auch überlegen, wo es für mich denn in Zukunft hingeht. Leute, mir fällt es richtig schwer, jetzt für mich zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Pause, ich mache jetzt einen Cut, nehme mir ganz konkret die Zeit für mich, um mich nochmal zu ordnen und um zu entscheiden, wie es weitergeht. Denn ich habe jetzt so viele Dinge hier ausprobiert auf YouTube, so viele Erfahrungen gesammelt, alleine schon thematisch gesehen. Bin dann letzten Endes beim Thema E-Bike geblieben. Und wenn man so viel hier gemacht hat und ausprobiert hat, dann muss man halt gucken, ob das irgendwann, also ich stehe jetzt an so einem Scheidepunkt, ob das Ganze ein Hobby bleibt und ich das einfach aus reiner Freude und Interesse weitermache. Oder ob ich sage, ich möchte aufs nächste Level kommen und das Ganze professioneller machen. Zum Teil dann halt vielleicht irgendwie nebenberuflich, intensiver oder wie auch immer. Das sind einfach die Entscheidungen, die ich jetzt für mich treffen muss. Und Leute, was ganz wichtig für mich ist, also eigentlich habe ich sie schon getroffen. Ich will immer weiter versuchen, das auszubauen, denn diese Leidenschaft, diese Freude, die ich einfach mit diesen Videos produzieren habe, die kriegt man aus mir nicht mehr raus. Das ist einfach so, der Zug ist abgefahren, dazu habe ich hier schon viel zu viel gemacht und einfach viel zu viel Spaß daran. Aber ich muss halt jetzt eben auch gucken, dass ich das Private und das Berufliche irgendwie, dass das nicht alles immer in so einen Pott fällt. Das ist gar nicht so einfach, das zu trennen. YouTube frisst extrem viel Zeit, habt ihr wahrscheinlich schon von vielen gehört, die auch Videos machen. Aber ich verspreche euch wirklich, das dauert extremst lange. Und es kommt hinzu, ich bin jetzt im letzten Jahr meiner Abendschule. Dann sind die 4 Jahre, Gott sei Dank, nächstes Jahr endlich rum. Ich muss halt jetzt auf den letzten Metern nochmal richtig Gas geben, da Zeit rein investieren. Und ich merke einfach, ich kriege das nicht gebacken mit 40 Stunden Arbeit,
15 Stunden Abendschulzeit mit Weg und allem, plus dann nochmal extra lernen und dann YouTube, das ist einfach zu viel. Ich habe es jetzt viel zu lange nicht eingesehen und man muss dann halt auch aufpassen, dass die Gesundheit nicht flöten geht, dass man sich dann nicht übernimmt, dass man die Familie nicht vergisst, Freunde und so. Ihr merkt, es sind so viele Themen, das ist einfach viel zu viel. Aber ich sage euch was, wenn ihr eine Leidenschaft habt, wenn ihr richtig für etwas brennt, dann funktioniert das irgendwie. Und deshalb hat es auch jetzt die ganze Zeit funktioniert. Ich habe immer Gas gegeben, mich immer bemüht, die besten Videos zu machen, die ich eben auch machen konnte. Aber jetzt ist für mich der Punkt, wo ich sagen möchte, bleibt es ein Hobby oder wird es mehr irgendwann mal? Und ich habe Bock, dieses mehr auszuprobieren. Das, Leute, bedeutet aber für mich auch, dass ich mir für die einzelnen Themen, also für die E-Bike-Videos, viel mehr Zeit nehmen möchte. Ich möchte mich viel mehr einlesen, mehr recherchieren, einfach bessere Informationen holen und hochwertigere Videos machen. Ihr könnt euch im Endeffekt, ich verspreche es euch jetzt schon, auf richtig, richtig, ja, hochwertige Videos einfach freuen zum Thema E-Bike. Und ich merke schon, ich fange jetzt wieder an, in alle Richtungen abzuschweifen. Aber jetzt der Hinweis darauf, es werden in nächster Zukunft erstmal keine Videos hier mehr folgen. Es fällt mir jetzt schon schwer, das nochmal auszusprechen. Da habe ich irgendwie so ein Kloß im Hals. Aber ich denke mal, dieser Zeitpunkt hier für mich, hier mehr, ist auch ein guter, um jetzt mal wirklich ein bisschen was Abschied erstmal davon zu nehmen, um mich ein bisschen was zurückzuziehen. Ich werde an mir arbeiten, ich werde alle Dinge durchziehen im Privaten und ebenso auch im Beruflichen. Immer volle Kanne, Fokus, Energie, Feuer und Leidenschaft nach vorne. So muss das einfach sein. Und ich denke, ja, dass das jetzt einfach der richtige Zeitpunkt ist, auch wenn ich es eigentlich nicht wahrhaben möchte. Ich kann auf jeden Fall nur so viel sagen, das Thema E-Bike, wirklich der Fokus auf das Thema E-Bike, der wird richtig reinscheppern. Da werde ich wirklich 1000% Energie reinstecken, aber eben auch mit Überlegung, mit Ruhe und mit Zeit. Gute Dinge brauchen einfach eine Weile, um zu reifen, um gut zu funktionieren. Und ich habe hier so viel ausprobiert, ich habe hier so viele Sachen gemacht. Wird auch jetzt mal Zeit, das zu reflektieren, über die eine oder andere Aktion auf jeden Fall auch zu lachen, über manche Zeltaktionen, über überhaupt manche Videos. Wenn man, das Schlimme ist eigentlich an YouTube oder irgendwo auch das Schöne, dass man ein Abbild seiner Persönlichkeit aus der Vergangenheit hat und das Ganze noch im Internet. Das ist irgendwie total bekloppt, wenn ich mir jetzt Videos angucke von vor 3 Jahren, wie ich da stellenweise gesprochen habe. So Leute, bevor ich jetzt endgültig ein bisschen Abstand von YouTube gewinne, möchte ich bei dieser wunderschönen Kulisse hier noch 3 letzte Fragen an euch richten. Erstens, seit wann folgt ihr mir? Zweitens, warum folgt ihr mir? Und drittens, was sind Wünsche für die Zukunft, natürlich bezogen auf das Thema E-Bike. Welche E-Bike-Themen interessieren euch besonders? Und dann ansonsten schreibt einfach ein bisschen was Feedback, vielleicht auch zu diesem Video hier in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Und ja, dieser Moment fällt mir hier gerade wirklich sehr, sehr schwer. Ich weiß, es wird für mich sehr schwer werden, die Kamera wegzulegen. Eventuell könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Vielleicht werde ich da hin und wieder mal ein kleines Update da lassen in Form eines kleinen Fotos, einer kurzen Story oder so. Aber ansonsten ist dieser Moment jetzt hier für mich ganz besonders, denn ja, der Wind pfeift mir um die Ohren, es ist extrem kalt, die Sonne geht auf und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Abstand von YouTube nehmen. Leute, ich komme in alter Frische mit 1.000.000% E-Bike-Energie zurück. Freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und ja, macht's gut, Leute, wir sehen uns. Ciao.